Hab ich weg. So was gehabt, Leute, so okay und so, da kommt schon kein Commentary. Digga, ich meinen Gegner geholt, noch ein, Digga, was da los? Nee, Spaß wäre da, Digga. Ämter Nuklear, 130 Sekunden in 6 vs 6, Digga, ja. Mal wieder 6 vs 6. Ja, eigentlich bin ich früher so ein Spieler gewesen, der nur 6 vs 6 gespielt hat. Einfach nur keine Ahnung, ich bin nicht klar gekommen früher, richtig fett auf Boden, angeht, wo das Spiel rausgekommen ist. Weil ich, früher habe ich auch nur MW3 Herrschaft 6 vs 6 gespielt. Nie Boden angeht. Ich hätte mal, wo ich MW3 gespielt habe, echt mal Boden gespielt, sondern ich hätte sicher ein paar mehr Gameplays geschafft und ein paar richtig schnelle, weil in MW3 war, wo ich am besten abgegangen bin. In MW2 habe ich nicht mal so viele Nukes wie in MW3 Morphs. Also, ja. Und hier habe ich einfach mit der Ämter gespielt, Schalldämpfer verschafft. Ich glaube, da habe ich noch mit Zähigkeit gespielt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Das war die Zeit, wo ich noch Zähigkeit gespielt habe. Aber jetzt spiele ich keine Zähigkeit mehr, weil ich habe irgendwie bemerkt, es bringt mir einfach nichts. Wisst ihr, ich sterbe sowieso immer mit 2 Schuss. Gestern habe ich gespielt, so richtig chillig gespielt. Habe mich probiert nicht aufzuregen. Ich habe mich ja zwar ein paar Mal wieder aufgeregt, aber kann man nichts machen. Ich empfehle euch echt nicht so aufzuregen. Einfach ein paar Mal ein bisschen, also ein Schreier loslassen oder so, wenn ihr ein bisschen angepisst seid um dieses Spiel. Weil dieses Spiel ist im Arsch, finde ich, also. Ich verstehe nicht, ich habe so lange gespielt, ich habe in dem Spiel sicher schon 200.000 Abschüsse, weißt du, wie in MW3. Aber, keine Ahnung, ich spiele es trotzdem immer weiter, wenn es mich aufhört. Ich verstehe das nicht, wir spielen es alle weiter, weil sie jeder YouTuber spielt es weiter. Aber jeder regt sich in dem Spiel auf, sagt, dass es scheiße ist, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht, wieso ich es noch länger spiele, aber keine Ahnung, die alten COD, MW2 macht mir noch Spaß, MW3 macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und die Nuklear habe ich in der ersten Runde erreicht, auf der Xbox natürlich. Und ich habe nicht gegen Noobs gespielt, das waren Franzosen oder so dabei. Also Xbox ist ja eigentlich nicht die Noob-Konsole, wie jeder sagt, aber ich finde, Xbox hast du genauso viele Noobs wie auf PlayStation, also das ist für mich kein Unterschied. Also ich finde nur von PlayStation den Controller besser, deswegen werde ich mir viel höchstwahrscheinlich oder ich weiß nicht, werde ich mir nicht gleich holen die PS4, aber wenn ich mir hole ich mir glaube ich die PS4, weil keine Ahnung, der Xbox-Controller liegt mir einfach nicht mehr. Ich habe früher nur Xbox gespielt und dann, wo ich PlayStation bekommen habe, hat einfach nur Bock gemacht. Es hat einfach nur Bock gemacht, wo ich PlayStation gehabt habe. Ich habe mit Runden mit Level 11 habe ich eine Nuklear gemacht. Ich bin gar nicht mit dem Controller. Ich bin sofort mit dem Controller zusammengekommen, wie dass ich nie einen anderen in der Hand gehabt habe. Also das war voll krass, Mann. Also das hat richtig gebockt und so. Aber jetzt Black Ops 2 im Arsch, jeder tryhardet, jeder jumpt rum wie seine Mutter. Ich habe einfach einen Scuff-Controller und ich jump schon manchmal, wenn sie, aber das Problem ist, in Black Ops 2 ist das einzige Spiel, wo es dir Jump bringt, also wo du jumpen musst. In anderen Spielen bringt dir das gar nichts, Mann. Egal, was du machst, es bringt dir einfach nichts. Egal, das Gameplay ist hier gleich vorbei, glaube ich, und ja, ich glaube, das war eine 41er Gunstreak, ich bin mir nicht sicher, könnt ihr mitsehen. Und ja, ich verabschiede mich mal euch. Jetzt kommt dann so ein Outro, bitte anschauen und jo. Okay, Leute, fürs Zuschauen, tschaußen, Leute. Feindaufgabe. 74-9. 74-9 mit Drohne, Konterdrohne. Take what's mine. Every time I come and hit you with a little bit of killer, but I know that you can never, never see me.